We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Heute geht es für RB Leipzig gegen Mainz 05. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Bei Ihnen sieht es heute nach einem 4-3-3 aus. Ja, sehr offensive Ausrichtung mit drei Spitzen. Ja, da bin ich mal gespannt. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Guter Pass, das könnte Chance werden. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute... Guter Pass. Gefährlich. Werner. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Jetzt der Eckball. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Timo Werner. Super dazwischen gegangen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Jannis Horn. Werner. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich nicht nehmen. Den Ball drückt er ganz souverän über die Linie. Aber Wolf, ganz ehrlich, aus der Entfernung ist es kein Problem. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wird das eine Torchance? Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Die Ecke kommt rein. Und die Situation ist wieder bereinigt. Das macht er gut. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen. Aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Coutinho. Das könnte eine Gelegenheit werden. Isai. Da ist die Flanke. Er ist da und kann den Ball hier klären. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung.
Und da kommt er im Strafraum zum Abschuss und haut den Ball rechts rein. So, Ecke kommt. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Und Coutinho. Timo Werner. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball. Gute Möglichkeit also. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Immer noch gefährlich. Nun Coutinho. Jetzt vielleicht. Werner. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Nee, aus der Distanz nun wirklich nicht. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Jerei. Hisai. Das könnte gefährlich werden. Klasse Zuspiel. Gute Chance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Ecke kommt. Und da ist der Ball wieder weg. Timo Werner. Früh wird er jetzt gestört. Einwurf für RB Leipzig. Coutinho. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Und Coutinho. Da zieht er ab. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Jetzt könnte es gefährlich werden. Coutinho jetzt. Ben Chilwell. Jerei. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Da gewinnt er den Zweikampf. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Und Coutinho. 45 Minuten sind rum. Es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den spielt er wieder zurück. Hisai. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Timo Werner. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Das ist gut verteidigt. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Timo Werner. Coutinho. Ganz stark. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Timo Werner. Jetzt haben Sie den Ball verloren. Nun Coutinho. Ein guter Doppelpass. Wird's jetzt gefährlich?
Hereingabe kommt Andy Lang. Der Ball ist drin. Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Hier nochmal dieser Treffer. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Halbe Stunde noch. Der Freistoß, klare Sache. Gut verteidigt hier. Werner. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Das könnte die Chance werden. Ben Chilwell. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. El Seid Hüsey. Naby Keita. Timo Werner. Jetzt könnte es gefährlich werden. Werner. Jetzt vielleicht. RB Leipzig macht das Tor. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Diallo. Und da wird uns eingeblendet, mit wem es Mainz als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und jetzt die Chance. Ein fantastisches Tor. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein dritter Treffer. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team. Und das zeigen sie heute. Und Coutinho. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Der ist González. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ben Chilwell. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Coutinho. Fängt diesen Ball ab. Defensiv machen sie es gut. Hüsey. Yeray. Ben Chilwell. Werner. Wird das seine Torchance? Abgefangen, gut gemacht. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Hüsey. Das Spiel ist vorbei. Der Unparteiische hat abgepfiffen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr.
und William Carvalho. André Silva. Gelson. Bruno Fernandes. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Also, da schauen wir nochmal ganz genau hin bei diesem Tor. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein und dann ein toller Abschluss. Klasse Pass. Marcus Rashford. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. André Silva. João Cancelo. Er spielt den Pass zurück. William Carvalho. Portugal macht Druck. Super Pass. Fängt diesen Ball ab. Sauber vom Ball getrennt hier. André Silva. Bruno Fernandes. Ja, der geht im Moment weite Wege. Jetzt wird's gefährlich. Schussversuch. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Sie holen sich den Ball. André Silva. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Rashford. Ganz energisch. Ecke für Portugal. Die Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Für mich bislang ein tolles Turnier. Und jetzt geht es hier bereits in die zweite Hälfte von diesem 5. Gruppenspiel. Ja, speziell diese Gruppe ist ja durchaus interessant. Schauen wir mal, ob das auch für die zweiten 45 Minuten gilt. Die Portugiesen. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Da hat der Torwart keine großen Probleme. André Silva. Da passt er auf und geht dazwischen. Er überzeugt heute als Passgeber. Jetzt müssen sie aufpassen. Da holt er den Ball zurück. Onana. Dele. Achtung jetzt. Gute Flanke. Sterling. Marcus Rashford. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. André Silva. William Carvalho jetzt.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Joao Cancelo. Er hat zuletzt tolle Spiele gezeigt. Die Formkurve zeigt deutlich nach oben. Die Teamkollegen wird es freuen und er will da sicher weiter nachlegen. Das könnte gefährlich werden. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schöne Flanke jetzt. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Joao Cancelo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt der Schuss. Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er nicht. Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. William Carvalho. Bruno Fernandes. Wird das eine Torchance? Er entscheidet auf Freistoß gegen England. Gelson. André Silva. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. William Carvalho jetzt. Jetzt vielleicht. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Sterling. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Die Engländer jetzt. Das macht er sehr gut und bleibt am Ball. Gelson. Carvalho jetzt am Ball. Bruno Fernandes. Wird's jetzt gefährlich? Joao Cancelo. André Silva. Und jetzt der Schuss. Pfosten, aber es geht weiter. Den spielt er wieder zurück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Die Defensive steht. Bruno Fernandes. Gelson. Das könnte die Chance werden. André Silva. Gelson. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Und jetzt die Chance. Portugal mit der Ecke. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. André Silva. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Und da ist der Ball wieder weg. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Carvalho jetzt am Ball. André Silva. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Verdienter Sieg. Sie haben selbst nichts zugelassen und vorne die Dinger gemacht. Ja. Try to tell her there's nothing wrong.
So, die letzte Partie in dieser Gruppe läuft also. Bleibt uns nur der Wunsch, dass es zum Ausklang der Gruppenphase unterhaltsam wird. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation, vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Kurz zu ihrer Formation, Buschi. Ja, wir sehen das 4-3-3. Recht eng zusammen, so die Ausrichtung, vorne die Stürmer. Da kann einiges durch die Mitte gehen. Geklärt, aber der Ball ist noch... Daniel Podence! Ricardo Horta. Das könnte gefährlich werden. Das sieht vielversprechend aus. Gut verteidigt. Weg ist der Ball. Abgefangen, gut gemacht. Gibt Einwurf jetzt. Da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Ricardo Horta. Das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Bojan Palo. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, da ist Platz jetzt. Er versucht's. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Ricardo Horta. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Klasse Technik. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Und jetzt ist der Ball geklärt. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Und direkt zurückgespielt. Fängt diesen Ball ab. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und er schießt. Ricardo Horta. Die Portugiesen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Geblockt vom Verteidiger. Bojan Palo. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Portugal macht Druck. Und die Situation geklärt. Die Portugiesen bekommen die Ecke. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten. Eigentor, das ist bitter, unfassbar. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Bojan Palo. Den Ball holt er sich. Ruben Semedo. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Da geht er dazwischen.
Da trennt er ihn vom Ball. Gut geklärt, aber Einwurf. Bojan Palo. Gutes Tackling auf Außen. Ricardo Horta. Und da kommt die offizielle Nachspiel. Achtung jetzt! Und jetzt die Chance. Und er schießt! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Zur Pause eine scheinbar beruhigende. Und wir nähern uns dem Ende der Gruppenphase für diese beiden Teams. Die letzten 45 Minuten laufen für sie. Er spielt den Pass zurück. Ruben Semedo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Weg ist der Ball. Ricardo Horta. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzpass spielt, so. Daniel Podence! Dieses Tor haben sie sich verdient. Ja, mit diesen kurzen, schnellen, präzisen Pässen einfach mal die Abwehr auseinandergenommen. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für sie. Und jetzt können sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jetzt vielleicht. Und jetzt das Tor für Portugal. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die Portugiesen mit dem Einwurf. Ballverlust. Noch ein Einwurf. Der Trainer wird wechseln. Ricardo Horta. Schießt er ihn rein. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wichtig, er holt den Ball. Ricardo Horta. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Die Defensive steht. Das könnte gefährlich werden. Ruben Semedo. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Sie kommen über den Flügel. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Jetzt kommt hier der Wechsel.
Da gewinnt er den Zweikampf. Ricardo Horta. Entschlossen geklärt. Es gibt Eckball. Da kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ruben Semedo. Die Portugiesen. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie, die Chance? Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Ricardo Horta. Jetzt wird's gefährlich. Schönes Zuspiel. 2 Minuten werden nachgespielt. Wird das eine Torchance? Geht er rein? Fällt das Tor doch noch? Der Schlusspfiff, das war's. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, da ist Platz jetzt. Er versucht's.
Wie schätzt du die Auswärtsmannschaft heute ein? Sie haben einen klasse Saisonstart hingelegt und müssen nun mit der Favoritenrolle zurechtkommen. Wer Meister werden will, muss dieses Team schlagen. So viel steht fest. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. 5-2-3 ist heute ihre Formation. Also Fünferkette, ne? Na, das wird nicht einfach, da durchzukommen. Aber sie spielen auch mit drei Stürmern. Also es ist keine Mauerei. Spielt den Ball direkt zurück. Zu zweit versuchen sie hier die Aktion zu unterbinden. Naby Keita. El Seid Hüsey. Werner. Achtung jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Nun Kalerabek mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr guter Einsatz. Den spielt er wieder zurück. Hüsey. Werner. Den Ball holt er, gut verteidigt. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Hüsey. Jarai. Werner. Ben Chilwell. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Lopez! Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Das könnte eine Gelegenheit werden. Werner. Hüsey. Jetzt müssen Sie aufpassen. Timo Werner. Da schießt er. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sauber vom Ball getrennt hier. Marcos Lopez. El Seid Hüsey. Leipzig über außen. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Da kann er ihn stoppen. Marcos Lopez. Werner. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Ben Chilwell. Wird's jetzt gefährlich. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Fängt diesen Ball ab. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt schießt er. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits.
Das macht er gut. Da müssen Sie aufpassen. Da zieht er ab. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob Sie so weitermachen. Das könnte gefährlich werden. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Naby Keita. Er zieht ab. Und Tor! Besser kannst du den nicht platzieren. Ein super Tor. Da übernimmt er Verantwortung und macht den Ball rein. Mit Aktionen wie dieser zeigt er, warum er hier Kapitän ist. Ganz stark. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen ein. Die erste Hälfte haben. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Hier rein. Werner. Jetzt müssen sie aufpassen. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Gut gespielt. Ist das die Chance? Und jetzt der Schuss. Und er trifft. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Andonion. Dem hier bei. Das könnte die Chance werden. Flanke jetzt. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Marcos Lopez. Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Ben Chilwell. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt ein Schuss. Was für eine Parade. Aus dieser Liste. Und jetzt die Chance. Und da gibt er Freistoß. Die Hoffenheimer wechseln. Gibt es jetzt die Gelegenheit. Ganz einfach an den Ball gekommen. Es ist durchgesickert. Das Interesse von Bayern München, sich den Wunschspieler zu sichern. Jetzt hören wir zum ersten Mal auch von einer möglichen Ablöse. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Jetzt gibt es Eckstoß. So, Ecke kommt. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Ox. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier, ja, den sicheren Treffer. Marcos Lopez. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da steht die Abwehr sicher. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Marcos Lopez. Und jetzt die Chance. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Oh, gefährlich. Dem hierbei. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen.
Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler noch mal pushen. Wird das eine Torchance? Jetzt schießt er. Ein unfassbares Tor. Den schiebt er flach rein. Ganz überlegt. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Das war einfach. Und er hat den Ball. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt müssen sie aufpassen. Ben Chilwell. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Toller Pass! Und nun ein Schuss. Brillant gemacht! Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Und mit diesem Treffer bestätigen sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor diesem Treffer keine Zweifel. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Werner. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Pass. Und jetzt Coutinho. Da ist die Flanke. Nun Kalle Rabeck. Spielt den Ball direkt zurück. Jerei. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Werner. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgeführt. El Seid Hüsey. Werner! Achtung jetzt!
to say you feel relieved. Stay away from your own family. But years from now, if you could make them bow, you can leave the world and feel like you've achieved the things you'd hope to do. But honestly, I don't feel ordinary, 'cause I haven't been at home in a while. Tell them that it's only temporary. I'm trying my best to smile, but that's never enough. Now left, and there's nothing I can say except this long-awaited rest is a good thing, and all good things must come to an end. It's right in front of me, so there's no reason to pretend, except I'm afraid to die. If this were a movie, you'd be taking our kids to school, and I would be Channing Tatum or somebody, somebody, somebody cool. But years from now, if you could make them proud, you could leave the world. Feel like you've achieved the things you hope to do. 'Cause honestly, I don't feel ordinary, 'cause I haven't left my house in a while. Tell them that it's only temporary. I'm trying my best to smile, but that's never enough. 'Cause when you lose the one you love, you might find it hard to sorry, you're just sorry for yourself. And though you may seem fine alone, well, I could be the one to help. No, don't tell me you're sorry, you're just sorry for yourself. And though you may seem fine alone, I wanna be the one to help. No, don't tell me you're sorry, you're just sorry for yourself.
Der RB Leipzig dürfte heute selbstbewusst auftreten nach dem jüngsten Auswärtssieg, als man es mit der TSG Hoffenheim zu tun hatte. Ja, dieser Kantersieg, dieses 6:0, das war eine absolute Machtdemonstration. Aber das gelingt dir eben nicht jeden Tag. Meine Prognose für heute, es gibt nur einen Punkt. Und da sehen wir, mit welchem Personal. Schöne Aktion, gute Aktion, gute Flanke. Gabriel Jesus. Gaia. Er bekommt Hilfe. André Gomez. Da gewinnt er den Zweikampf. Ja, sie lassen den Ball laufen. So und so wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. André Gomez. Gaia. Manchester City mit dem Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Die kurze Variante. Da passt er auf. Schauen wir mal, wie viel die Gastgeber heute in diese Partie investieren werden. Da bin ich auch wirklich mal gespannt, Wolf. Sie sind durch. Das auch noch als Erster in der Gruppe. Aber du willst natürlich jedes Spiel gewinnen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und direkt zurückgespielt. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Davide Calabria. Auf Vorteil für Man City entschieden. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Er ist frei, da kann was draus werden. Er gibt Abseits, schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Tolles Zuspiel. Da steht die Abwehr sicher. Das könnte eine Gelegenheit werden. Davide Calabria. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Gaia. André Gomez. Von Manchester City hatten wir uns ein bisschen mehr versprochen. Bisher sind sie nicht gut im Spiel. Jetzt wird es gefährlich werden. Johnny. Und direkt zurückgespielt. Jetzt vielleicht. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Und jetzt die Chance. Er pariert. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für den Keeper natürlich bitter. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. André Gomez. Gabriel Jesus. Das könnte gefährlich werden.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und der Ball lieber wieder zurück. Jerei. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Jetzt der Schuss. André Gomes. Gaia. Johnny. 2 Minuten mehr nachgespielt. André Gomes. Und damit ist der Ball weg. Er überzeugt heute als Passgeber. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne. Und wir sind zurück, genau richtig zum Anpfiff der zweiten Hälfte. Champions Cup Fußball, 5. und damit vorletzter Spieltag dieser Gruppe. Wir freuen uns. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gabriel Jesus! Was für ein Tor! Und jetzt sehen wir hier wieder ein richtiges Fußballspiel. Das war der Anschlusstreffer. Sie sind zurück im Geschäft. Es ist ihnen alles zuzutrauen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und direkt zurückgespielt. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Naby Keita. Jetzt kann er die Flanke bringen. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Ecke kommt rein. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Der Ball kommt rein. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ah, die Flanke ist zu weit. Da kommt keiner dran. Gutes Pressing jetzt. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Spieler und er schießt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Diaz. Davide Calabria. Toller Pass. Guter Steilpass. Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist er durch. Jerei. Johnny.
Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Wird das eine Torchance? Süle klärt. Wechsel jetzt bei Man City. Jetzt kommt die Ecke und die Situation ist wieder bereinigt. Diarrai. Er ist in einer super Form nach den letzten Auftritten. Und damit ist er natürlich für die Mannschaft unverzichtbar. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Da kommt der Pass. Gute Chance. Jetzt vielleicht. Und da klingelt es im Kasten. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Gabriel Jesus. Das könnte gefährlich werden. Jetzt, da kommt der Schuss. Er war noch dran, gibt Ecke. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gabriel Jesus. 8 Minuten jetzt noch. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssiger Spielaufbau. Das sieht schon gut aus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gabriel Jesus. Da zieht er das Foul und jetzt haben sie kurz vor dem Ende vielleicht nochmal eine gute Möglichkeit. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt ist Platz für den Konter. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ben Chilwell. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Because I've got to give a search on my
boards and banners. See me like picket fences. Now I trip building my palace. I'm out on the rise. See me gathering, gathering. Don't forget where I started, where we were. Cause I'm on top, I'm on top, I'm on top of the world. See me up with the diamonds and pearls. I'm on top, I'm on top, I'm on top of the world. And they can talk, but I got the good word. This long awaited rest is a good thing, and all good things must come to an end. It's right in front of me, so there's no reason to pretend, except I'm afraid to die. If this were a movie, you'd be taking our kids to school, and I will be Channing Tatum or somebody, somebody, somebody cool. But years from now, if you could make them proud, you could leave the world and feel like you achieved things you hope to do. Cause honestly I don't feel ordinary, cause I haven't left my house in a while. Tell them that it's only temporary. I'm trying my best to smile, but that's never enough. Cause when you lose the one you love, you might find it hard to cry until it's only the room. You might feel what it's like to not know how to feel.
sorry, you're just sorry for yourself. And though you may seem fine alone, well, I could be the one to help. No, don't tell me you're sorry, you're just sorry for yourself. And though you may seem fine alone, I wanna be the one to help. No, don't tell me you're sorry, you're just sorry for yourself. And though you may seem fine alone, I wanna be the one to help. No, don't tell me you're sorry, you're just sorry for yourself. Represent your country, raise your flag, show your true colors.